Servus, Salve und Hallo. Dieser Film heute hier am 24. ist keine Chartanalyse. Er ist all denen gewidmet, die bei solchen Märkten Schwierigkeiten haben oder in Schwierigkeiten kommen. Es gibt sogenannte Repair Strategies. Ich wollte jetzt heute mal eine zeigen, wie das funktionieren kann, anhand des Nasdaq. Der hat das heute sensationell gemacht und damit möchte ich auch ein bisschen die Angst nehmen vom Handeln. Ich weiß, der eine oder andere hat das immer noch. Aber fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, das ist keine klassische Chartanalyse, so wie ich das immer mache, sondern soll so eine Art Gebrauchsanweisung sein, wenn man mal schief liegt. Also, wir kamen heute Morgen rein. DAX fällt, Dow fällt, Nasdaq fällt, alles fällt. Wir haben alle übermorgen russische Namen und einen ukrainischen Pass. Ich überspitze das mal ganz bewusst. Was ich dann mache, und zwar nicht um 8 Uhr morgens, sondern erst so gegen Mittag, ja, 1 Uhr, 2 Uhr, wenn ich sehe, wie hat sich zum Beispiel London verhalten, Frankreich verhalten, der Eurostox verhalten, der DAX verhalten. Wie spielen die Märkte diese Nachrichten? Und die sind nicht gut, wir haben uns nichts vor. Jeder hat jetzt Angst vor Fed, jeder hat Angst vor der Inflation und überhaupt Zinsen sind überhaupt böse. Und ja, das sind halt die Schlagzeilen momentan. Und übers Wochenende, was ich da alles gesehen habe auf YouTube und in den verschiedenen Foren, meine Güte, man kann einen Crash auch herbeibeten. Wirklich. Okay, das ist jetzt also der Nasdaq. Ich habe jetzt mal einfach eins gemacht, um das große Bild mal ein bisschen, das Big Picture ein bisschen zu zeigen. Das ist jetzt hier der März. Sprich die Corona-Delle, nennen wir es mal so. Naja, da kann man schon fast vom Crash sprechen. So, und dann sind wir dementsprechend hoch. Wir waren im Tief bei ganz grob 6.700 und wir sind dann hoch auf 16.818. Heftig, oder? In den letzten Tagen gab es besonders fiese Nachrichten, sowas wie Netflix, ja, einmal minus 25%, aber dann heute auch nochmal. Wo sind sie jetzt gerade eben? Ich schaue, die sind auf nochmal minus 6%. Tatsächlich haben die sich bereits halbiert. Ja, es ist also nicht nur die letzten zwei Tage, das ist so ein Final Shakeout, so nenne ich das. Wie auch immer, ich versuche das Big Picture zu machen. Ich lege Charts an, ich habe meine Technik, ich habe mein MACD, ich habe die Bollinger Bänder, ich habe die Stochastik angelegt. Die Stochastik hier habe ich hingeschrieben, 38er Fibo seit März 2020, das ist das hier. Da sind wir. Da sind wir bei 12.977. Das ist weit weg vom aktuellen Kurs. Aber ich will das wissen. Da mir das zu weit weg ist, mache ich das so, ich spiele mit den Fibos. Ich weiß, da gibt es jetzt bestimmt den einen oder anderen Aufschrei, oh, du machst das falsch und so. Da gibt es keinen richtig und falsch. Ja, das ist, jeder hat da seine Herangehensweise. Und dann ziehe ich einfach die Fibos mal hoch an die letzten Tiefs, an die letzten Verlaufstiefs, die mir ins Auge stechen. Das hier war ein schönes, das ist ein schönes, das kann man auch nehmen. Da sind wir natürlich drunter. Hier wird es nichts bringen, ich lege das hier dran, um zu schauen, wo sind wir denn überhaupt. Und wir sind in der Nähe des 61,8ers gewesen heute Morgen oder heute um 12 Uhr von dieser Bewegung hier. Dann gehe ich weiter ran, sage ich, okay, wir haben einen Doppeltop. Ja? Beziehungsweise, das war so eine Art W-Formation und die wurde abgekontert. Das ist richtig böse. Ihr seht hier, wir haben so eine Akzeleration. Das Verfallen wird immer steiler. Und das ist das Problem. Und jetzt gehe ich mal mit euch hier auf den 10-Minuten-Chart. Das ist jetzt ein 10-Minuten-Chart. Ja, also jede Kerze 10 Minuten. Wir haben hier das Gap von heute. Ich habe diesen Chart so genommen, der ist von der Citibank, dass der um 15.30 Uhr anfängt. Das heißt, das, was in der Nacht, und ich muss das doch mal sagen, also ich kriege das immer wieder mit, oh, ich habe heute Nacht um 1 Uhr gekauft oder verkauft. Ja, ja, schön. Gegen wen denn? Ja, da ist doch kein Umsatz. Das ist nichts. Also ich gebe da gar nichts drauf. Deswegen, dieses Ding ist jetzt hier von 15.30 Uhr bis, ja, und läuft noch. Wir haben im Moment 19.47 Uhr. Es läuft noch. Oftmals, wenn wir so ein großes Gap haben, jetzt muss ich das Fadenkreuz reinmachen. Wir haben also gestern geschlossen mit 14.440 im Nasdaq. Und der erste Kurs, der war heute, die Eröffnung war bei 14.201. Das ist schon mal ein Wort. Das ist unüblich für die Nasdaq.
Müsst ihr euch mal eins vorstellen, seit Jahren ist das Ding hochgelaufen und die Amis sind völlig verwöhnt. Die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es fallende Kurse gibt. Die Bereitschaft der amerikanischen Anleger, der Privatanleger oder das Verständnis zu Aktien ist ganz anderes als in Deutschland. Ja, das ist, die kaufen Aktien, they want to own it. Ja, die halten die, ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, die Warren Buffetts A- und B-Aktien haben seit 15, 20, 30 Jahren und die wollen die vererben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Bei uns kommt es in Deutschland so ganz langsam rein. Wir haben also die größten ETF-Umsätze seit Jahren. Aber gut, gehen wir zum Handel. Also ich komme jetzt, ich habe keine Position. Ich mache es ruhig nochmal ein bisschen größer. Ich habe keine Position. Ich komme dann hier rein um 15:30 Uhr, schaue mir das dann Vormittag schon an. Wie handelt denn der? DAX schwach, Frankreich schwach, Italien schwach, alles schwach. Und dann stehe ich hier. Natürlich ist es völlig normal zu glauben, wenn so ein Wert, so ein Nasdaq mal 300 Punkte fällt, ja, der muss doch auch mal korrigieren. Ist völlig klar. Aber wenn ich eins gelernt habe, ist diese Annahme nicht unbedingt in meinen Handel reinzubringen. Das geht schief. Ja? Ich brauche Signale. Es gab hier keine Signale. Ich mache mir das immer CD ein bisschen höher. Gut, das ist jetzt 10 Minuten, aber wir gehen auch gleich mal in den Stundenchart rein. Hier. Also ich komme hier rein, ich habe keine Position. Der muss doch irgendwann mal hier irgendwie steigen. Was der macht, ist nichts anderes als eine Seitwärtsphase. Hektisch, fies, gemein. Aber wenn man vor dem Bildschirm sitzt, dann lebt man den Chart schon ein bisschen. So, jetzt mal angenommen, ihr sagt, naja gut, jetzt ist er hier unten, jetzt geht er nicht mehr hin. Jetzt kaufe ich hier mal was. Weil der muss doch irgendwann mal hochgehen, das gibt es doch gar nicht. So, jetzt habt ihr also hier eine Position gekauft. Sagen wir mal bei 14.040. Nur mal so als Beispiel. Und dann geht das Ding das, oder macht das Ding das, was ihr nicht haben wollt. Es geht runter. Es kommen immer wieder solche Dinger hier. Das sind keine, jetzt mache ich es raus, das sind keine Kaufsignale. Das Kaufsignal entsteht nur, wenn die Kerze hier oben drüber ist. Dann ist es ein sogenanntes Bullish Engulfing Pattern. Erst dann. Da ist nichts. Das heißt, ihr habt die Position hier oben irgendwo bei 14.040 und das Ding läuft. Ich höre das so oft. Oh, ja, kaufe ich halt jetzt mal was dazu. Und dann 100 Punkte drunter. Ich kaufe noch mal was dazu. Das wird schon irgendwann wieder. Und dann nochmal 100 Punkte. Und dann irgendwann ist Schluss mit lustig. Ja, dann tut es einfach nur noch weh. Wir haben also hier ein vermeintliches Kaufsignal, was keins ist, weil wir nicht hier drüber geschlossen haben. Und wir gehen weiter runter. Wir unterbieten das Tief von dieser Kerze hier. Und wir gehen weiter runter. Es gibt hier immer noch keinen Grund, irgendetwas zu kaufen. Irgendetwas hinzuzumischen von der Position, die ich hier oben habe. Jetzt kommt hier so eine kleine weiße Kerze rein. Die hat aber auch noch keine Aussagekraft. Denn wir sind nicht hier drüber. Diese auch. Man kann vermuten, dass es ein Boden sein könnte. Das habe ich aber hier dann auch schon ein paar Mal vermutet. Und jetzt kommt's. Diese Kerze hier. Die war bei 13.850, hat sie hier, also das ist 13.800, hat sie hier 1, 2, 3 Kerzen überboten. Das ist das Kaufsignal, weil ich werde hier schon positiv über das MACD. Nicht, weil wir über die Nulllinie sind, sondern weil wir ansteigende Figuren haben. Und ich bekomme hier ein Kaufsignal über die Stochastik. Das ist ziemlich genau sogar schon hier. Da wird es hier bestätigt. Was mich daran interessiert ist oder was ich ganz toll finde, ist, dass diese eine Kerze eben vernascht 1, 2, 3, fast 4 Kerzen. Finde ich super. Das ist das Kaufsignal. Hier habe ich einmal im Rahmen der Repair Strategy die Möglichkeit, diese Position, in der ich hinten liege, zu verdoppeln, ein Viertel dazu zu kaufen, die Hälfte. Das hängt von eurem Risikomanagement ab. Das müsst ihr machen. Aber das ist das eigentliche Signal. Wenn ich sowas dann auch noch habe und habe vielleicht dann noch die Zeit, dann wechsle ich von der 10-Minuten-Einheit mal auf eine Viertelstunde. Zeig mir das mal und das sieht ganz anders aus. Und da werde ich bestätigt. Ich habe hier das Kaufsignal über die Stochastik, das sind wir hier. Ich habe hier ein Umbrella Doji, positiv, da auch positiv. Die Stochastik dreht weiter nach oben, positiv. Das gefällt mir. Das ist der Moment. Für diesen zweiten Kauf, die Verbilligung der Position, die immer noch schief liegt, muss ich aber einen Stop legen, der ganz knapp hier hinterliegt.
ganz knapp, das dürfen auch beim Nasdaq nicht mehr als 20 Punkte sein. Da muss er raus. Dann habt ihr eure Originalposition noch und dieses Ding hier ist raus. So, jetzt ist die Frage, wie weit geht denn der? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wisst ihr auch nicht. Ich mache das dann so, dass ich mir sage, okay, schieß mal hier das Ding hier hoch. Ich will einfach eine Zielzone haben. Und diese Zielzone, wenn ich annehme, dass das hier alles stimmt, Umbrella Doji, Kaufsignal, Kaufsignal, würde jetzt liegen bei 14.350. Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt natürlich wieder falsch gezogen. Das müsste jetzt hier das 38er sein von dieser Bewegung. Das wäre ein bisschen viel, aber es ist möglich. Ja, auch gerade eben machen wir wieder, jetzt haben wir 1954 ein neues Zwischenhoch, finde ich gut, gefällt mir. Wir sind nur noch bei 2,4% minus. DAX ist bei 15.070. Es steigt im Moment alles. Der Verkaufsdruck hat einfach mal nachgelassen. Das ist also jetzt hier die erste Zielzone. Dieses hier. So, was kann ich machen? Ich bin im 15-Minuten-Chart. Ich habe jetzt hier gekauft. Und was ich dann tue, ist folgendes, dass ich warte die 15 Minuten ab, die Kerze steigt. Schön. Ich lege den Stop von hier unten. Guck mal, kriegt es noch größer? Ja. Ich lege den Stop von hier unten, weil da muss ich raus. Minus 20 Punkte. Lege ich hier hinter. Da, minus 20 Punkte. Und habe zumindest für den zweiten Teil schon nicht mehr so viel Risiko. Viertelstunde wird abgewartet, das Ding geht weiter hoch. Viertelstunde wird abgewartet und ich ziehe den Stop von hier nach da. Da, minus 20 Punkte. Nächste Kerze ist positiv. Ich ziehe den Stop von hier nach da. Aber erst, wenn die Kerze fertig ist. Da kommt mal hier so ein schwarzes Ding. Ist ganz klar. Wir haben hier, wir sind hier gestiegen von 13.723 hoch bis zur 14.113. Das ist ein Wort. Ja, das ist mächtig. Ja, ich bin schon hier mehr oder weniger am Einstand. Mein Einstand liegt ungefähr hier. Ich bin sogar schon leicht drüber. Und ich lege den Stop hier drunter, 20 Punkte drunter. So, jetzt kommt er dann hier runter. Ich lasse den einfach hier liegen. Die nächste Kerze passiert nichts. Und dann, jetzt kommt eine Kerze, die in 5 Minuten schließt. Und die ist auch wieder höher. Hat das alles hier überboten. Wenn wir jetzt 5 Minuten schon vorausschauen könnten, würde ich den Stop von hier nach da legen. Da bin ich schon gut im Gewinn. Das ist okay. Und ich möchte es nochmal sagen, es ist völlig menschlich zu sagen, oh, das ist jetzt billig, das kaufe ich mal. Aber es ist falsch. Und dann sehe ich halt oftmals, dass Leute sagen, ich kaufe jetzt hier mal oder ich kaufe mal da oder ich kaufe mal da. Also meine Erfahrung ist mit diesen Repair Strategies, man hat für eine Position, auf der man schief liegt, nur einmal die Möglichkeit, sie zu optimieren. So möchte ich es gerne mal formulieren. Es gibt, ich bin jetzt hier im 15-Minuten-Chart, ich will es mal zeigen, um jetzt die Bestätigung zu holen, was ich hier so alles hatte, gehe ich natürlich auch dann nochmal eine Einheit höher. Ein fantastischer, das ist jetzt die Stunde, fantastischer Umbrella Doji. Ja, nur da muss ich jetzt, also in 3-4 Minuten ist die Stunde rum, da müsste ich den Stop von hier legen nach da. Und ich weiß, dass das schwer ist. Hier ist der Tiefkurs 13.914 und jetzt sind wir hier bei 14.164. Das ist ein Haufen Holz. Ja. Deswegen gehe ich dann in die kürzeren Zeiteinheiten, aber bitte nicht 5 Minuten, und versuche das dann dementsprechend anzupassen. So mache ich das. Es gibt Momente, kann ich hier mal zeigen, oder Aktien, wo das nicht funktioniert. Das muss man einfach wissen. Jetzt gehe ich hier auf den Tag mal drauf. Denn das, was ich euch sage, das gilt auch für den Tag. Das ist BioNTech. Es ist völlig opportun zu glauben, die BioNTech waren hier bei 335. Naja, jetzt sind sie hier bei 180. Ja, kaufe ich mal welche, die werden schon wieder steigen. Hurra, es geht ein bisschen hoch. Und ich meine, die BioNTech, die werden momentan behandelt wie ein Laternenpfahl ganz unten. Ja, da will keiner dran schnüffeln. Ganz furchtbar, ganz, ganz schlimm, wie das hier runtergeht. Finde ich überzogen, aber hey, ich bin nicht der Markt. Der Markt sagt, es passt so. Ja, der Wert eines Dinges ist der, den es einbringt. Das hat Karl Marx schon gesagt. Und dann gehen sie halt von hier dann nochmal darunter. Es gibt hier keinen Ansatz für eine Stabilisierung. Null, nichts, gar nichts auf Tagessicht. Auf Tagessicht brauche ich eine Kerze,
Also idealerweise jetzt hier so zwei, drei kleinere Kerzen, brauche ich eine Kerze, die wenigstens drei, vier, fünf Kerzen vernascht. Das heißt, ich werde erst wieder wirklich positiv für die BioNTech über 153. Vorher, es hat keinen Sinn, eine hier eingegangene Position dazu zu mischen, zu verbilligen. Das ist ganz grausam. Das ist der größte Fehler, den man an der Börse machen kann. Also ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Und solche Tage bieten Chancen. Ich habe das heute im Chat ganz häufig gelegt. Ah ja, ich sitze davor und ich möchte am liebsten, und der Finger juckt und so. Wenn er juckt, dann geht vom Schirm weg. Weil meistens tut es weh. Meistens kostet es richtig Geld. Geht vom Schirm weg. Nähe behindert. Nähe meine ich jetzt die Nähe zum Schirm. Die behindert. Das ist nicht gut. Also, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.